Luschenberger. Ihr seid mit der Mannschaft gestern hier in Spanien angekommen, in Estepona. Wie seid ihr gereist? Ja, es ist super gegangen. Wir mussten ein bisschen früh aufstehen gestern Morgen, weil wir relativ früh den Flug hatten. Dafür waren wir rechtzeitig dort, haben sich akklimatisieren können. Gestern auch das erste Training gehabt, so ein Platz gelernt, wieder mal auf Rasen trainieren. Wir haben die letzten Wochen eigentlich immer auf Kunstrasen trainiert. Und darum glaube ich, sind wir sehr zufrieden. Schönes Wetter, die Sonne scheint. Ich glaube, was will man mehr? Ich wollte fragen, wie sind die Trainingsbedingungen? Ja, super. Wir haben super Plätze, super Rasenplätze, kleinere, wo wir jetzt gerade drauf stehen, unten noch ein grösseren, wo man 11 gegen 11 machen kann. Wir haben einen kleinen Kraftraum direkt am Platz, wo wir uns vorbereiten aufs Training. Das Hotel ist 5 Minuten zu Fuß entfernt, also wir sind zu Fuß unterwegs. Das ist wirklich so, wie man sich es vorstellt. Und wie gesagt, wenn natürlich die Sonne scheint, wenn angenehme Temperaturen sind, wenn man die Sonne nach längerer Zeit mal wieder richtig sieht und richtig spürt, dann glaube ich, ist das ein sehr schönes Gefühl. Und Stimmung, wie ist sie? Oh, immer gut im Trainingslager. Grundsätzlich ist Trainingslager immer da, dass man sich ein bisschen, noch ein bisschen besser lernt, dass man Zeit zusammen verbringt, dass man zusammen zu Mittag isst, zusammen zu Nacht isst und sich so vielleicht auch ein bisschen näher kommt oder gewisse Sachen austauschen kann. Und natürlich wird dann auch sehr im physischen, im taktischen, technischen Bereich geschafft auf dem Platz. Also wir haben da wirklich perfekte Bedingungen, um uns optimal vorzubereiten. Und dann am 21. Januar, wenn es losgeht in Zürich, wird es bereit sein. Wenn man vor uns zuschaut, hat man das Gefühl, es wird viel gelacht und es ist ein super, super Teamgeist und super Stimmung. Ja, es wird zum einen viel gelacht, aber wenn es dann darum geht, in der Spielform ist auch eine gewisse, wie soll ich sagen, gesunde Aggressivität dabei, ist auch ein gewisser Ehrgeiz dabei, um die Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, das ist entscheidend. Ich glaube, wir können neben dem Platz so viel lachen und so viel Spass haben, wie wir wollen. Das Wichtigste ist, dass wir auf dem Platz sind, dass wir gut arbeiten. Und das ist der Fall. Das ist seit dem 12. Dezember der Fall, wo wir angefangen haben. Und das ziehen wir jetzt durch. Weil ich glaube, wir haben uns eine super Ausgangslage verschaffen in der Herrunde und in den ersten 14 Spielen. Und die müssen wir natürlich halten und am liebsten noch ausbauen in den nächsten Wochen. Und darum geht es wirklich sehr gut arbeiten. Sehr gut. Wir wünschen gutes Arbeiten und gutes Trainingslager. Dankeschön. Liebe Grüße auf Bern.